Zur nächsten Kategorie, das ist der Newcomer-Preis. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert, ein Preis für junge Journalisten bis 30, die sich in ein komplexes Thema eingearbeitet haben und die den langen Atem für eine aufwendige Recherche hatten. Der Newcomer-Preis der Otto-Brenner-Stiftung geht in diesem Jahr an Jona Lem für seine Reportage im rechten Netz, erschienen im Kölner Stadtanzeiger. Wie weit gehen die Verbindungen der AfD zur rechtsextremen identitären Bewegung? Nach außen gibt sich die AfD distanziert. Jona Lem hat tief im rechten Netz recherchiert und konnte zahlreiche Berührungspunkte nachweisen. Wo ist denn der Jona? Okay, ich weiß, wo ich hingucken muss. In vielen Redaktionskonferenzen wird ja darüber diskutiert, die Postämter rattern regelrecht, wie man der demokratisch legitimierten Wirklichkeit eigentlich gerecht wird oder wie man über die AfD berichten soll. Es gibt sehr viel, so erlebe ich das, Verunsicherung, es gibt Selbstzweifel und es gibt auch viel Kampfgeist. Aber was es nicht gibt, ist eine professionelle Routine. Und genau hier macht sich ein junger Reporter des Kölner Stadtanzeigers an die Arbeit. Jona Lem guckt sich an, was genau macht die AfD eigentlich, um Nachwuchs zu rekrutieren, um junge Leute, Leute in seinem Alter anzusprechen. Er selbst könnte sozusagen ein Target sein. Und er misst das an den gerade dargestellten Parteitagsbeschlüssen der AfD, dieser sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss. Also darf die AfD mit der identitären Bewegung eigentlich zusammenarbeiten? Jetzt muss man sagen, Jona Lem ist natürlich nicht der Einzige, der sich um dieses Thema kümmert, weil es das deutschlandweit als Problem gibt. Aber was er macht ist, er guckt sich dieses zunächst groß bundespolitisch wirkende, vielleicht auch abstrakt wirkende, rechte Netzwerk an, und zwar nicht im fernen Berlin, sondern gleich nebenan, nämlich in Leverkusen. Und das macht er mit, als er den Text geschrieben hat, 21 Jahren. Und damit ist er genauso alt wie einer der Protagonisten, um die es geht und deren politische Strahlkraft und Gefahr er herausstellt. Das ist eine Nahaufnahme. Das ist dieser ganz genaue Blick. Und es ist Jona Lems Ernsthaftigkeit, die seine Recherche und die seine Reportage auszeichnet. 3 Monate lang hat er recherchiert und er wollte wissen, gibt es diese Achse auch in Leverkusen? Und für die Leser des Kölner Stadtanzeigers holt er diese Antwort ganz nah an ihre Lebenswirklichkeit heran, sozusagen in ihre Nachbarschaft. Und das macht er unaufgeregt, das macht er schnörkellos und umso geradliniger kann er dann in Leverkusen nachweisen, Unvereinbarkeitsbeschluss, AfD und identitäre Bewegung sind getrennt, mitnichten, Cooldown. Personell, finanziell, die Achse funktioniert und zwar 1A und das zeigt er detailliert und nachvollziehbar. Und jetzt kommt seine Sprache und sein Handwerk, die er benutzt. Er macht das ziemlich unaufgeregt. Er trägt vor, was er herausgefunden hat und dann kann der mündige Bürger selbst den Rest übernehmen. Und ich würde diese beiden Worte relativ bewusst wählen, diese Coolness und die Ernsthaftigkeit mit einer Spur, nehme ich mal an, inhaltlicher Besessenheit. Die zeichnet die Arbeit von Jona Lem aus und die Jury des Otto-Brenner-Preises möchte mit dieser Auszeichnung einen Nachwuchsjournalisten von mittlerweile 22 Jahren würdigen, ermutigen, ja, wir möchten ihn feiern, der damit auch für Journalisten, die schon ein paar Jahre älter sind, ein Vorbild ist. Während also im Moment einige gestandene Journalisten verunsichert sind, wie der amerikanische Journalistikprofessor Jay Rosen im Sommer diesen Jahres feststellte, nachdem er 53 deutsche Journalisten interviewte, macht Jona Lem einiges von dem, was dieser Rosen der ganzen Zunft rät. Systempresse, Lügenpresse, die Antwort, cool sein, distanziert sein und objektiv bleiben. Danke, Jona Lem, dass Sie das einfach gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Der Newcomer-Preis für Jona Lem. Kommen Sie zu uns.
Herzlichen Glückwunsch, Jona Lem, nochmal. Es ist an. Ich glaube, es ist an. Ist es doch nicht an? Und das? Okay. Das ist. Dankeschön. Darf ich auch vorher was sagen? Aber klar. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin, Frau Schajani hat schon gesagt, nochmal danke für die lieben Worte, 22 Jahre alt und Printreporter. Das ist, also viele sagen, das ist keine kluge Idee, wenn man Herrn Wolf zuhört. dann mache ich das wahrscheinlich nicht mein Leben lang. Viele ältere Kollegen, die sagen, mach das lieber nicht, werd was anderes. Und ich finde es toll, dass ich mit diesem Preis die Bestätigung bekommen habe, nee, ich mache nichts anderes, das ist schon gut so. Bei mir steht jetzt, da ist nur mein Gesicht, nicht wie bei dem tollen DocuPy-Team. Aber auch da, dieser Text wäre nie erschienen mit der, ohne die Hilfe von sehr vielen Leuten, von meinem jetzigen Chef, Detlef Schmalenberg, Leiter der Redaktion NRW Story, Christian Part, freier Journalist, der mir, also ich bin nicht so der Recherchefuchs eigentlich und ganz oft hatte ich Infos und wusste nicht, wie mache ich weiter. Dann konnte ich Christian anrufen und er hat gesagt, mach das und das und das war meistens sehr klug. Thomas Vorher, der glaube ich heute hier ist, Redakteur bei der Weiß und auch zu dem Thema recherchiert hat und total uneigennützig einige Informationen, die er hatte, mit mir geteilt hat. Das fand ich sehr, sehr cool von ihm. Genau, jetzt bin ich fertig. Vielen Dank. Ja, Sie haben, wie Isabel Schajani gerade so schön gesagt hat, einfach mal geguckt, was da so bei der AfD in Leverkusen los ist. Wann fiel Ihnen das denn so zum ersten Mal auf oder wie kamen Sie darauf, auf dieses Thema Verbindung AfD-Identitäre? Ja, auch das ist ja, also auch das hat Frau Schajani ganz richtig gesagt, ist ja ein bundesbekanntes Thema. Und ich wollte eigentlich gar nicht so Strukturen aufdecken, sondern ich wollte mehr in die Diskursanalyse gehen. Ich wollte gucken, wie sprechen überhaupt junge Leute an, weil die das doch sehr klug machen, oft besser als Altparteien. Bin dann auf dieses Magazin gestoßen. Arkadi? Arkadi, genau. Ist das Jugend, so eine Art Bravo für die rechte Jugend? Ja, und war relativ schockiert über die Inhalte und die Tarnung und habe dann im Impressum geguckt, habe gesehen, dass es jemand aus Leverkusen ist, habe dann geguckt, wer es ist, habe festgestellt, es ist ein AfD-Mann und dann war mir irgendwie klar, da muss man vielleicht ein bisschen tiefer graben. Es gibt eben diesen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss, aber Sie zeigen sehr deutlich, wie das hinter den Kulissen offensichtlich ganz großzügig toleriert, wenn nicht sogar begrüßt wird. Was glauben Sie, was steckt hinter so einer Doppelstrategie? Schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass die identitäre Bewegung doch noch ein bisschen klüger ist, was die Ansprache von jungen Leuten betrifft. Die machen einfach sehr gute Social-Media-Arbeit und ich glaube, die AfD würde davon gerne profitieren. Ja. Es gibt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, der aber, also es ist 2 Wochen, glaube ich, her, da war ein NRW-Landtagsabgeordneter der AfD in Halle bei der Identitären Bewegung. Und das ist nur ein Fall von ganz vielen, in dem man sieht, wie die AfD versucht, sich mit einer Organisation zu vernetzen, die ganz klar rechtsextremes Gedankengut vertritt. Das finde ich mehr als gefährlich. Yannick Noé, das ist der junge Leverkusener AfD-Chef, um den es in Ihrem Text vor allem geht. Was war Ihr Eindruck von ihm? Sie sind ihm ja begegnet. Wie hat er auf Ihre Nachfragen denn reagiert? Begegnet bin ich ihm tatsächlich nicht. Er wollte sich nicht treffen. Wir haben telefoniert und ich habe es aufgezeichnet. Eher skeptisch. Also in diesem Text taucht kein wörtliches Zitat von ihm auf, weil er am Ende nichts autorisiert hat. Das spricht ja schon irgendwie für sich, finde ich. Ich hatte das Gefühl, dass ihm gar nicht so bewusst ist, wie radikal die Positionen eigentlich sind, die er fördert und dass ihm gar nicht so bewusst ist, dass das vielleicht mit unseren demokratischen Grundwerten nicht vereinbar ist. Gab es noch Reaktionen aus rechten Kreisen auf den Artikel? Ja, ich habe also relativ viele E-Mails bekommen, irgendwie von dem Kampfschlesier, der ist irgendwie in den deutschen Medien relativ bekannt, der schreibt sehr gerne Mails und von... von anderen, ich habe das so ein bisschen, also wenn es wirklich nur so Lügenpresse, dann habe ich nicht geantwortet. Wenn es Leute waren, wo ich das Gefühl hatte, mit denen kann man vielleicht noch reden, habe ich geantwortet. Daraus sind dann so 5 längere Mail-Diskussionen entstanden, die ich aber, glaube ich, irgendwann alle abgebrochen habe, weil es mir einfach, also ich hatte das Gefühl, den Leuten, die wollen jetzt keine Argumente hören, die wollen eigentlich nur irgendwie laut sein.
Aber ich nehme an, Sie schauen weiter auf das Thema in Ihrer journalistischen Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch traurigerweise so, dass man gefühlt jede Woche neue Entwicklungen hat. Ja. Vielen herzlichen Dank, Jona Lemm. Ja.